willkommen. Heute Metafood, wieder ein Teil, wir machen Smoothie. Wir sind hier, das seht ihr, in einer ungewöhnlichen Location, und zwar bei BeActive in Würzburg. BeActive macht EMS-Sport. Wie ihr sehen könnt, da ist schon jemand fleißig, das heißt Strom auf den Körper und gib ihm, ne? Das ist wesentlich effizienter wie normal. Deswegen sind wir zwar netter, aber es ist ganz witzig, weil ich mache es auch und es funktioniert bei mir. Wir haben heute Smoothie dabei. Smoothie ist wichtig, Metafood, Ernährung, großes Grundprinzip, was mache ich richtig, wie ernähre ich mich richtig, das ist einfach ein Riesenspektrum. Ich habe heute was ganz Einfaches dabei, was echt lecker ist und super gut geeignet ist für den Sportbereich. Smoothie, was haben wir dabei? Zutaten? Wir haben Erdbeeren. Da solltet ihr halt darauf achten, dass die Erdbeeren wirklich süß sind. Das heißt, geht auf den Markt, holt die da, riecht dran, lasst euch eine geben, versucht die, da sagt niemand nein. Probierst du, esst du, kaufst du. Wenn keine Erdbeeren da sind, weil keine Saison ist, kauft sie bitte nicht. Ne? Weil gezüchtet, genmanipuliert oder Gewächshaus, das ist echt bäh. Also lasst es lieber. Das bringt euch nicht weiter, das bringt euren Körper nicht weiter. Dann greift lieber auf tiefgefrorene Produkte zurück, das ist überhaupt kein Problem. Das ist wesentlich einfacher. Ansonsten haben wir Anissamen, wir haben Gurke, wir haben Basilikum. Wir haben Ingwer, weil Ingwer ist ja eh Knolle des Lebens, was aber lecker ist, eine gewisse Würze und Schärfe ist immer gut. Limette haben wir dabei, Honig, den wir eigentlich nicht brauchen, ne, weil wir uns ja relativ zucker- und fettfrei ernähren wollen, oder fast ausschließlich zucker- und fettfrei. Wenn es nicht anders geht, dann lieber wirklich einen Naturjoghurt nehmen, also Naturhonig nehmen und den Naturhonig wirklich aussuchen, am besten vom Imker, den ihr kennt. Oder auch ein gutes Produkt einfach zurückreichen. Nicht irgendeine Industriescheiße, das wäre ganz nett. Kiwi haben wir noch dabei und als allerletztes haben wir dabei das Sprudel, also Mineralwasser mit Kohlensäure. Deswegen mache ich das rein, weil bei warmen Temperaturen ist es einfach cool und es gibt Apfelsaftschorle ohne Mineralwasser, ist nochmal bestimmt was einfach scheiße und bäh. Deswegen nehmen wir das. Das ist nochmal ein gewissen frischer Kick und macht den dicken Smoothie auch leicht bekömmlich. So. Das war jetzt viel geredet, fangen wir einfach an. Wir haben einen Mixer, den brauchen wir. Oder irgendein Gerät, mit dem man mixen kann. Stabmixer, Mulimet, Thermomix, Küchenmaschine, whatever. Völlig egal, Hauptsache mixen. Ansonsten, man kann es auch alles klein schneiden. Aber es ist natürlich bei dem Samen so, dass man ihn gut hacken muss. So, wir fangen mal an. Indem wir die Abwehr nehmen. Wir brauchen eine Waage. Und eine Briefwaage, die braucht ihr immer oder fast immer, muss aber nicht sein. Kauft ihr einmal oder lasst es bleiben, ansonsten müsst ihr so ein bisschen Pi mal Daumen und gucken und schauen, wie es halt wird. Die Erdbeeren, die tun wir jetzt kurz den Strunk wegmachen, gewaschen sind sie schon. Rezeptur ist klar, das sind jetzt 200 Gramm. So, schaut, dass sie reif sind, schaut, dass sie schmecken. So, schütteln durch. Da wollte ich auch einfach mal in den Mund stecken. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Das ändert den Geschmack nur minimal. Wenn ihr jetzt 10 Stück von esst, dann habt ihr ja irgendwann ein Problem bei der Ingwer. Was wollen wir mit dem Smoothie erreichen? Wir haben eine super geile, frische Basis für ein Zwischengericht, eine Zwischenmahlzeit oder eine Erfrischung einfach nach dem Sport, vor dem Sport. Das kann man sehen, wie man möchte. Aber es gibt einfach nur mal einen richtig schönen Energiekick. Erdbeeren, zu den Erdbeeren ist zu sagen, die meisten denken, Erdbeeren schmecken süß, enthalten viel Zucker, das stimmt nicht. Erdbeeren enthalten viel, viel Wasser und wirklich ganz wenig Zucker. Deswegen sind die sehr gut verkömmlich und geben einfach eine gewisse Frische und eine gewisse Süße auch ab. So, dann haben wir den Ingwer, den habe ich schon geschnitten, den habe ich mit Schale gewaschen, kurz gebürstet, man kann die Schale abmachen, muss man aber nicht. Das sind jetzt 5 bis 6 Scheiben, je nach Größe und Dicke. 8 Gramm solltet ihr das Rezept nehmen. Einfach mit rein. Basilikum auch. Einfach Blätter. Das ist immer noch ein bisschen nach Belieben. Ich habe das Rezept gemacht, wie es für mich geil ist. Man kann aber auch mehr und weniger Basilikum nehmen, das ist ganz euch überlassen. So, das waren jetzt 8 Blätter. Dann nehmen wir Anissamen. 15 bis 20, ne? Gerne auch mehr oder weniger, je nachdem, ob man Anis mag oder nicht. 15 bis 20 misst man ungefähr so. Ne? Und so. Was war das? Wer hat nachzählt, bitte 35. Postet, kommentiert, das ist überhaupt kein Thema, ich kann damit ganz entspannt umgehen leben. Gurke,
brauchen wir auch, die ist auch gewogen. Die können wir schälen, müssen wir nicht. Schale super gut, gibt eine schöne Farbe, gibt ein bisschen Optik. Einfach klein schneiden mit rein. Viertel Saft von der Limone. Also Saft von der Viertel Limone. So, den pressen wir auch noch mit rein. Ihr seht, das ist jetzt keine große Hexerei, da ist nichts Besonderes dran. Aber es ist ein geiler, erfrischender Drink. Kiwi. Na schaut wirklich, ne? Achtet darauf bei solchen Sachen, dass ihr reife Produkte, ne? Macht den Drucktest, guckt, lässt sich gut eindrücken, heißt reif, lässt sich nicht eindrücken, heißt grob. Schält die Kiwi, entweder mit dem Messer oder mit dem Schäler, schaut, dass ihr nicht zu viel Abfall erzeugt, ne? Weil es kostet alles Geld, das ist der Schaden rum. So. Die restlichen Dinger noch weg. So, jetzt die Kiwi auch einfach klein schneiden und rein. Ich lasse jetzt erstmal den Honig weg, wir werden es nachher verkosten und dann entscheiden, machen wir Honig rein oder nicht. Wie gesagt, probiert es ohne, gewöhnt euch dran. Naturgeschmack ist ungewohnt, das ist anders, aber es ist ganz wichtig, das auch zu lernen, weil nur damit entwickelt man wieder ein wahnsinnig volles Geschmacksbild und lernt auch wirklich industrielle Produkte wie Sahne oder auch Joghurt mit einem hohen Fettanteil. Das schmeckt dann wie, als ob man so einen Butterstein auf der Zunge hat. Und das ist nicht cool und das macht euren Körper auch kaputt. Deswegen lasst es Natur, ohne Honig, wenn es nicht anders geht, ein bisschen. Vergesst bitte Süßstoff. Ne? Süßstoff, die größte Scheiße, die man heutzutage kaufen kann, weil der Süßstoff dem Körper suggeriert, da kommt Zucker, weil er süßt, da wird Insulin ausgeschüttet, da kommt alles irgendwas und dann kommt aber nichts. Das heißt, ihr habt immer und immer, immer wieder Gelüste, immer mehr Gelüste und kriegt immer mehr Fressflash, anstatt dass ihr eben keinen habt. Und deswegen bitte keinen Süßstoff. Ne? So, geht's los, kommt die Action. Mineralwasser brauchen wir noch. Das ist schon gewogen in der Flasche. Das gute Sprudelige. So, zack, ab dafür. Alles drin. Wird mal kurz laut, ne? Das heißt, jetzt geht die Pantomime los. So. Sieht halt schon geil aus, ne? Also. Man kann natürlich auch, wenn man so ein bisschen, ne? Jetzt hört man mich wieder, ne? Jetzt mal stückig, breit, mehr Wasser, weniger Wasser, macht wie ihr wollt. Grundrezept ist da. Habt Spaß. So, mal gucken. Das riecht schon geil. Kann ein bisschen was von Wiese, aber riecht echt frisch und lecker. So, dann machen wir kurz Break, holen wir ein paar Gläser und dann geht es gleich weiter. Ne? So, der Smoothie ist fertig. Ich glaube, wir verkosten ihn mal. Claudia, hast du Bock rüberzukommen? Und sehr gerne, da freue ich mich drauf. Sensationellen Smoothie noch ein bisschen zu probieren. Ja, jetzt guck dir mal die arme Sau an da hinten. Da gibt alles, der schwitzt schon, weißt du? Und ich darf posten. Ja, vor allem ist halt für mich jetzt interessant, Metafood ist so das Thema gesund, vital, ne? Ernährung, EMS-Sport, also die Active in dem Fall. Cool. Große Harmonie, großes Ganzes. Was hat der Smoothie dabei verloren? Ne? A, schmeckt er dir? Ist natürlich die Grundfrage. Ich bin gespannt. Ja, genau. Probier ich mal. Probier. Und ich will nicht so viel verraten. Ja, das schmeckt wirklich sehr lecker, sehr fruchtig. Genau richtig vor dem EMS-Training bei uns. Wäre perfekt. Fehlt dir Honig? Süß? Nein, nein. Die Erdbeeren sind fruchtig genug. Mir fehlt kein Honig. Das heißt, wirklich, versucht es ohne Honig. Wenn es nötig, wenn ihr merkt, okay, das ist nicht so euer, schaut, dass ihr reife Produkte kriegt. Wenn es nicht anders geht, macht Honig rein, keinen Süßstoff, hatten wir schon. Und was glaubst du, wie viel braucht ihr dann gleich, wenn es fertig ist? Wir nehmen mal zwei Gläser. Sicher ist sicher. Ihr seht, könnt ihr früh, morgens, abends nachts trinken. Macht es, genießt es, habt Spaß. Einen guten